ich bin gerade in Aalen und es ist 2,5 Stunden vor Anpfiff und es sind jetzt schon Polizisten überall beim Hauptbahnhof. Denn heute spielt Rot-Weiß Aalen gegen Preußen-Münster im Münsterland-Derby. Und Preußen-Münster und Rot-Weiß Aalen haben sich auch letztens, als ich beim Rot-Weiß Essen gegen Zwickau-Spiel war, am Essener Hauptbahnhof schon mal getroffen und uns einen kleinen Vorgeschmack gegeben für heute. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Ich laufe hier gerade durch die Innenstadt und da hinten auf dem Platz hinter mir ist nämlich die Aalener Szene. Die versammelt sich da und glaube, die laufen dann von da aus zum Stadion. Samstag, 11.30 Uhr Marienplatz, alle gegen Münster. Da waren wir gerade. Das Derby heute wurde übrigens auch nach dem Aufeinandertreffen in Essen als Hochrisikospiel eingestuft. Deswegen sind auch hier so viele Polizisten unterwegs. Thank you.
zählt zum ersten Mal aus. Aus dem Spiel. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nicht erlaubt. Bitte haltet euch daran, sonst könnte das Spiel abgebrochen werden. Danke. Wahrscheinlich abgebrochen, oder? Das Tor davon ist übrigens, dass wir durch die Uerding-Fans damals durchgelaufen sind. So, das war's aus Aalen. Ich muss sagen, die Regionalliga bockt gerade übertrieben. Deswegen will ich euch am Ende des Videos jetzt noch eine Sache sagen, und zwar, wenn ihr wollt, guckt die scheiß WM in Katar. Aber nehmt euch einen Tag die Woche, den Samstag, um mal zur Regionalliga spielen zu fahren. Und ob die Regionalliga West ist, Nord, Süd, Ost, was auch immer, Bayern, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr nice, unterstützt die kleineren Vereine in Anführungszeichen und bockt halt unfassbar doll. Nächste Woche bin ich in Aachen für Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Da kriegen wir eine exklusive Stadionführung und sind auch behind the scenes unterwegs. Dann sind wir auch noch bei Rot-Weiß Oberhausen gegen Gladbach 2, denn die Gladbacher Szene unterstützt die zweite Mannschaft während der WM-Pause. Das heißt, das werden wir uns auch angucken. Und welche Spiele das genau sind, das seht ihr jetzt in der Endcard. Ciao. Aber erstmal gab es noch ein bisschen Stress am Bahnhof.
Aber mehr als ein sehr kurzes Fäustewechseln zwischen einzelnen Preußen und Polizeibeamten war das dann auch nicht. Und welche Spiele das genau sind, das seht ihr jetzt in der Endcard. Ciao.